Herzlich willkommen hier bei Weinbau Georg Wegbecker. Mein Name ist Benedikt Wegbecker. Ich betreibe hier mit meiner Familie ein 1,5 Hektar großes Nebenerwerbsweingut. Das bereits in der dritten Generation. Die Tradition bei uns in der Familie, Haupterwerb am Bau, Nebenerwerb Weinbau zu betreiben, spiegelt sich auch in unserem Logo wider. Wir sind stolz darauf, alle Lehmener Weinlagen in unserem Portfolio zu haben. Der Lehmener Klosterberg mit der Bibel, die das geistliche Leben der Schwestern im damaligen Kloster unterhalb des Klosterbergs darstellen soll. Die Lehmener Lei, Lei heißt auch Felsen oder Schieferfelsen, ist eine Weinlage, die von einem schroffen Felsenmassiv umgeben ist. Der Lehmener Ausoniusstein, die Feder des Dichters Ausonius, der im Jahre 370 nach Christus hier das Gedicht der Mosella geschrieben hat. Die Lehmener Würzlei mit einer Gewürzpflanze. Hier sprießen an vielen Stellen Kräuter und Gewürzpflanzen aus dem Boden, die sich auch im Wein widerspiegeln. All unsere Weinberge werden naturnah bebaut. Oft lassen wir Pflanzen stehen, die der Natur und den Insekten dienlich sind. Im Herbst versuchen wir durch eine späte Lese optimales Reifegut mit hohen Mostgewichten zu erreichen. Im Keller wird dann durch Spontanvergärung ohne Einfluss von Reinzuchthefen unser Wein erzeugt. Ins Paket für die virtuelle Rebe habe ich einen 2018er Lehmener Würzlei Spätlese lieblich gepackt. Dieser Wein hat 41 Gramm Restzucker, 7,9 Gramm pro Liter Säure. Es ergibt ein ausgewogenes Verhältnis von Süße zu Säure. Er schmeckt fruchtig und leicht. Dieser Wein ist ein typischer 2018er, wo durch hohes Mostgewicht und Spontangärung viele Weine durch natürliche Weise in der Gärung unterbrochen wurden und so große Spät- und Auslesen mit hohem Restzuckergehalt erzeugt wurden. In der Aromatik spiegeln sich Geschmäcker von Äpfeln und in der Nase leichte Rosen- oder Blumendüfte an. Ich würde mich freuen, wenn der Wein Ihren Geschmack trifft und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der virtuellen Rebe. Zum Wohl!